Hallo und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt alle gut Halloween überstanden. Heute gibt es außerdem einen leckeren Lachsdip, der wird super schmecken. Ich habe das vor einigen Wochen mal im Fernsehen gesehen. Allerdings habe ich es natürlich ein bisschen abgeändert. Im Original wurde das, glaube ich, mit Lachs gemacht, der kurz in der Pfanne angeröstet wurde, damit er so schön bröckelig wird. Und dann konnte man den gut unterheben. Ich mache es mit Räucherlachs, das wird auch super schmecken. Ich habe das in meinem Löffel noch ein bisschen angepasst. Zum Schluss kommt da ein bisschen Worcestersoße hinzu. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Geht allerdings auch mit ein bisschen Teriyaki-Soße oder Sojasoße. Hat ungefähr den gleichen Effekt. Das peppt das Ganze noch ein bisschen auf. Dazu Zitronensaft rein. Gibt dem ganzen Gericht so eine gewisse Leichtigkeit und Frische. Schmeckt auf jeden Fall super. Und ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Zuschauen. Für unseren leckeren Lachsdip brauchen wir natürlich erstmal Lachs. Ca. 200 Gramm. Dann alles ab damit in eine große Schüssel, nachdem es klein geschnitten wurde. Und einen Becher Joghurt dazu und 1 bis 2 Löffel Quark. Dann brauchen wir noch den Saft einer halben Zitrone. Ersatzweise könnt ihr auch Limetten benutzen. Und jetzt habe ich hier einen ganzen Haufen voller frischer Kräuter, wie glatter Petersilie und natürlich Dill, das passt immer super zu Fisch. Dann kommen die ganzen Kräuter in die Schüssel zu den anderen Zutaten. Dann schon mal alles gut vermischen. Und danach wird das Ganze noch etwas abgeschmeckt. In diesem Fall nehme ich etwas Pfeffer und Salz. Viel mehr brauche ich nicht. Zum Schluss kommt dann noch etwas Soße dazu. In diesem Fall Worcestersoße. Ihr könnt auch Sojasoße oder auch Teriyaki-Soße ersatzweise nehmen. Dann alles nochmal gut vermischen. Am besten noch etwas ziehen lassen im Kühlschrank für 1 bis 2 Stunden. Und dann einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr die ganzen Zutaten braucht, die gibt es unten in der Infobox. Hallo und willkommen zu einem kleinen Kommentar. Abonniert uns und wenn ihr noch Fragen, mit denen ihr gestellt habt. Und ich würde sagen, los geht's. Da und da gibt es weiter Videos. Und wenn ihr noch ein paar ungewöhnliches Video special Grüße. Feedback leider auf immer Zeitmangel. Ich weiß, dumme Ausrede, auch verschoben, aber oder hier ist auf jeden Fall ein Video. Was die nächsten Rezepte betrifft, Melanie Lars-Bies hat geschrieben, schreibt es unten in die Kommentare, ich freue mich, Leute zu lesen. Und mir Fischbrühe, sagen, damit, ich meine, damit kann ich nichts anfangen, solches trinken und ich meine, einer auf das Gericht bezogen. Bei über 200 Videos kann